Hallihallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen heute hier bei Ups Manfred im LS22 Neighbors Projekt. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich glaube, du kannst bei mir gar nicht abbunkern, kann das sein? Du passt gar nicht drunter. Ey, was machen wir denn da? Was? Meiner wird überpassen. Kohli, warte mal kurz bitte. Was ist hier drunter? Ja, jetzt. Bleib mal kurz stehen, bitte. Sonst wird's rotze. Mein Anhänger ist zu groß, weißt du? Dein Anhänger ist zu groß, oder was? Mein Anhänger ist zu groß, ja. So. Das war's wohl schon, hä? Ja, können wir weitermachen. Warte mal kurz. Oh, warte, ja, das ist ein gutes Bild so. Warte mal. Die Zeit müssen wir uns mal nehmen, meine Freunde. So. Einmal Speck. Und zweimal Speck. So, gut, alles klar. Kann losgehen. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Nikolas? Hä? Habt ihr den schon mal gesehen irgendwo? Nein, ich bin gerade der Firma. Ich bin hier beim Landhandel. Das ist gut. Oder bin ich falsch gefahren? Wie sieht's denn da aus ungefähr? Landhandel sind die. Also ich sehe hier einen Glastrecker. Das ist nicht der Landhandel. Das ist ein Biohof. Oh. Und da sollten wir nicht sitzen, okay? Da wird doch zahlen in die Menge. Ja, sorry, ich bin neu hier im Dorf, deswegen. Landhandel ist auf der Stadtkarte oben links. Du musst zu mir und Innenhof weiter hoch Richtung genau. Okay, unterhalb, unterhalb der 86. Von der Kohle. Okay, dann weiß ich wo. Unterhalb der 86. Danke, danke. Ja, mein Map hat sich gerade, oder mein GPS hat sich gerade nicht so. Navigationssystem. Ja. Hat sich verfahren. Alles gut. Achso, das hat sich verfahren, nicht gut. Nee. Hat mich falsch geschickt. Achso, klar. Thomas? Ja. Nice-Station oder weiter so außen rumfahren? Also die nächste ist doch dann eine schöne gerade Bahn, das ist das Dumme. Also durchstechen wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Ja. Juli, wie schnell fährst du? Hier durchstechen, gleich? Nee, fahren wir die eine Bahn noch. Obwohl, das Feld ist, glaube ich... Durchstechen lohnt sich nicht. Nee. Bei dem Feld. Ich fahr 10 km. Können wir jetzt hier nicht einfach hoch runter machen? Kann man machen. Ja, das wäre vielleicht sinnvoll, bestimmt. Riesig ist ja hier das Bild. In welche Ziele soll ich das gehen? Hier sind vier verschiedene. Bei dem hinter der großen Halle. Das sind alles Produktionen. Bei dem hinter der großen Halle, wo mit dem Glas vorne. Okay, da wo die ganzen Maschinen drin stehen? Ja. Meinst du, du findest es? Ja, ja. Muss einer vorbeikommen. Nee, ich bin da. Ich muss mal gucken, welche Richtung der Hänger hat. Aber hoch und runter ist auch scheiße. Ist er das? Wieso?
Ja, das macht man ja eigentlich nicht. Wegen hier Ableiterrohr. Das müsste man ja dann in der Frucht fahren oder wenn ihr voll seid, rausfahren. Ihr müsst dann halt eine Lücke nehmen. Ich kann hier gar nicht abkippen. Hör mal. Ja, ich bin gerade über die Wachskammer da vom Hof. Das ist das Falsche, das ist unser Vermenter. Oh, Stefan, fährst du mal zu dem, bevor es da noch Unfälle gibt oder so? Ja, ich hänge mal schnell den Anhänger ab und dann fahre ich. So, Mann, ich bin jetzt voll. Das ist doch hinter der Halle. Ich glaube, abfahrtechnisch wäre auch gar nicht so schlecht, wenn noch immer mit da wäre, hä? Nee, der Stefan ist ja gleich wieder da. Ich habe meinen Anhänger hingestellt, deswegen kann ich ja ganz kurz rein. Kannst du deinen hier stehen lassen, bis er wieder da ist und halt den da jetzt. So, gut. Ich würde dann mal abfahren, also fortfahren. Dann fahren wir fort. 31,26. Jetzt geht mein Stift hier mehr. Oh, genau, es geht alles schief, was schief gehen kann. Mann, oh Mann. Es geht schief! Herr Hermann, folgen Sie mir kurz? Ja. Wanne, was ist denn bei dir? Was geht schief? Da ist unser Hochpilot. Mein Stift ging nicht. Das direkt, oder wie? Ja, das ist das Hochpilot. Da muss alles abgestimmt werden. Oh, okay, super, weiß. Danke dir. Mein Stift zum Liter aufschreiben ging. Oli, ich mach hier oben schon mal nächste, ne? Ja, genau, das bisschen. Das ist ja alles noch neu. Genau. Dann immer noch nicht abladen. Oder? Kannst du es jetzt? Wird hier nicht angenommen, sagt er. Na, ich komm jetzt gleich mal sehen, ob es bei mir geht. Ich schau mal. Ah, okay. Dankeschön. Bitte schön. Einfach immer von der Seite anfahren, dann kann ich immer abkippen. Ja, schreib dir mal auf, 13.888 Liter. Jo. Ist Stefan! Sollen wir dir die Literzahl am Schluss geben oder zu jedem einzelnen durch? Am Schluss. Ich brauche nicht die, ich brauche bloß die Gesamtliteranzahl, die wir zum Schluss haben. Alles klar.
Das ist wichtig für den Verkauf und für die Produktionsverwaltung. Ja. So, ich bin schon wieder auf dem Weg runter zu, hä? Ja, ich halt auch. So, ja, so eine Erntekette muss auch schon mal richtig in Gang kommen. Naja. Und da darf es auch keine Probleme mit dem Abkippen geben. Ja, aber jeder weiß ja, jeder, wo das Kilo ist. Haben wir ja noch irgendwo Sorge um hier? Angesehen, aber die ist noch nicht ganz fertig. Ja, dann haben wir so nicht noch irgendwo. Wir haben jetzt nur Gerste. Und Nikolas? Ja, beim Nikolas weiß ich. Ich hab so gehört. Aber es muss ja erstmal alles zu euch, ne? Ja, eben. Ja. Ja. Genau. Erstmal die hier mal. Wer hat was im Dreschen noch drin? Ich. Ich auch. Dann fahr ich erst bei der Nicole, bei der Frau Kohl. Braucht ihr mich überhaupt zum Abfahren dort unten noch? Nee. Nicht? Nö. Auf welches Feld geht's denn jetzt? Auf Feld 74. So, wo ist denn der 74? Feld ist hier schon fertig? Mach mal nicht erst letzten Session 67. Die gehört uns immer noch nicht. Ich gehört aber Nikolas, der gehört doch hier dazu, oder? Die gehört ein Biohof. Ich hab vorhin auch noch unten angerufen. Ja. Für einen Biohof, wirklich. Ja. Gut. Gut, also 74. Und dann können wir mit dem Nikolas einen weitermachen. Ja. Also 74 bin ich jetzt. Ja. So, mein Lieben, da warten wir mal ganz kurz, bis die alle hier sind. Und da drücken wir mal kurz auf Pause. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Die zwei schwarzen Heuschrecken sind auch hier wieder dabei. Hier wäre mit Strohablage oder ohne? Mit? Ja, auf jeden Fall. Immer wenn es möglich ist. Das, ja. Das müsste dann vielleicht der Harald machen. Ja, mach ich. Bin dabei. Aber du hast da auch schon noch gepasst, meine. Ja, aber nur, aber nur, weil dort eine Kuhle war. Ah ja. Weißt du? Guru, mein Lieber, ich grüße dich. Hi, hi, hi. Ich habe es jetzt gerade erst gelesen. Ich hoffe, du hast es jetzt schon ewig lange drinne stehen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, gut. Mir, wie gesagt, halstechnisch nicht ganz so toll, aber es wird. So, warum stehen die Drescher? Ich wollte gerade mein GPS anmachen. Also.
kannst so Orgel ausbauen. Dann bunkere ich nebenbei ab. Für 18%. Dann können wir gleich nebenbei abbunkern. Ja, komm, so, das ist doch. Warte mal, dann bleibe ich gleich stehen. Ja. Weiß eigentlich einer von euch, was der Nikolaus macht? Nö. Nee. Sollen wir den mal anrufen, oder was? Ich glaube, wir können bei dem vorbeischauen. Ich habe da vorhin an seinen Maisfeldern Rudolf gespannt. Ja, da will häckseln, aber eigentlich weiß er, dass wir uns in der Arme sind. Ja. Er ist halt der Nikolaus. Ja. Naja, dann ernten wir halt nicht von dem. Was sagt eigentlich der Tankfüllstand bei euch? Was voll? Drescher wollte ich eigentlich gar nicht fragen. Naja, weil wie gesagt, die Stimme einfach ein bisschen scheiße, aber sonst geht's schon. Was willst du haben? Tankfüllstand. Ich muss dann mal zwischendurch schnell tanken fahren. So, dann können wir beide gleich tanken fahren. Ja. Das wäre aber gut, wenn du vielleicht einen Anhänger da hier stehen lässt und dann tanken fährst, dass jemand neu abbunkern kann wenigstens, weißt du? Ja, dass wir nebenbei schon mal alle einen Anhänger voll machen und Maschine, die ist ja auch gleich voll. Weil das wäre nicht gut, wenn wir zwei jetzt hier in der Abfahrkette einfach mal ausbrechen. Ja. Das kann man nicht machen. Na gut, meiner hat noch gut Sprit. Ja, ich kann auch noch ein bisschen, es ist noch nicht beim Roden und es blinkt auch noch nicht, also von daher. Harald, wie siehst du bei uns aus mit dem Tank? Ja, unser ist noch 3/4 voll. Ja, perfekt. Schön, schön. Und wie voll ist der Korntank? Nicht ganz 80. Okay. Würde ich jetzt hier nach dem Baum mal das Rohr ausfahren. Es wäre schön, wenn der Drescherfahrer vielleicht bei 95% oder so schnell mal sagen würden, weißt du? So, ja, wenn wir uns nicht hinterherfahren sollten, das ja, meine ich. Hier passt halt so viel rein, ich weiß, aber erst bei 60. Ja. Hier passen, ja, auch irgendwie 20.000 Liter rein oder so. Ja. Ich war bei 77, das sag ich auch noch nicht. Ich soll euch übrigens allen Grüße von der Renate ausrichten. Wie geht's dir? Ja, die haben es jetzt endlich mal richtig zusammengeflickt. Das Bein. Es wächst jetzt richtig zusammen. Ja. Ja. Das wissen die anderen noch gar nicht, oder? Dass die im Krankenhaus liegt. Nö. Weiß ich nicht. Das ist mir neu. Verkohlen sie mit dem Rohr. Ja, ich weiß schon. Na, die hatte sich irgendwie was gebrochen, ne? Ja, die ist aus dem Traktor ausgestiegen. Achtung, ich fahre ja schnell rüber. Die ist aus dem Traktor ausgestiegen und hat sich Fuß dabei gebrochen. Die ist ganz blöd aufgekommen. Und deswegen kann ich nicht zur Reha gehen. Die Kohls kannst du nicht machen lassen, nach dir das. Und deswegen bin ich ja jetzt nicht alleine, sondern deswegen ist da rein so. Arbeit. Ja. Ja, da kommt ja immer bloß vom Otto was ins Sinn. Okay. Also normalerweise fahr ich da eigentlich mit dem Traktor hier nicht hinterher, ne? Aber mir ist uns zu langweilig. Achtung, setz zurück. Ich fahr auch nur so Spaß mit dem LKW mit. Beste wäre eigentlich, wenn jemand gleich das Stroh einsammeln geht. Das könnte eigentlich Nikolas machen, wisst ihr das? Ja, anstatt zu häckseln. Der häckselt ja nicht, das geht ja gar nicht. Ich ruf den mal an. Ja. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit fremden Leuten reden. Jo, Nikolas, wie bist du eigentlich? Ach, ich sitze hier gerade in meinem Garten
und spiel mir am. Du weißt aber schon, dass wir ernten, ne? Ja. Jung. Ich glaube nicht, es macht Sinn, wenn wir da jetzt mit 1 Million Anhänger hängen, ne? Ja, aber du könntest zum Beispiel Stroh einfahren schon mal die ganze Zeit. Wenn mir einen Ladewagen oder so gibt, dann. Ja, da kommst du in Funk und dann sorgt der Landpaddeltier, wo du dir den wegnimmst. Ja, ich kenne mich ja schon aus bei denen. Ja, ne, siehst du, dann mach mal. Also ich bin wieder im Funk. Ja. Würde ich mal machen, ja. Ich fahr auch rüber, ich fahr rüber. Der saß im Garten rum und hat nichts gemacht. Dann lassen das. Nee, ich habe jetzt gesagt, er soll die Stroh einfahren. Ja. Weil er sagt, ja, das ist doch Quatsch, mit so vielen Leuten da rumzumachen und rumzuaddeln. Ich sag, vielleicht könntest du mit ein bisschen Stroh einfahren. Vielleicht hätte er sich mal melden können. Ja, dann brauchen wir, wenn er sich nicht meldet, brauchen wir bei ihm nicht ernten, ganz einfach. Ja, wenn er jetzt Stroh einfährt, muss er schon machen. Oh, mein ja, Lieben, wenn, das wär... jetzt, wenn sich jetzt hier noch gemeldet hätte, wäre nicht gekommen, dann bei dem nicht runtergeholt. Kannst du aber wissen. So, na gut, mein Lieben, aber wir sind schon wieder durch für heute mit der Folge. Ruhe jetzt, Kuli. Da fallen mir nicht ins Wort. Ja, ist klar. Himmel auf und Zorn. So, jetzt versuchen wir es noch einmal. Also, meine Lieben, wir sind soweit durch für heute. Lasst gerne mal ein Däumchen da bei der riesen Ernteaktion hier in Witzdorf. Genau, wir sind wieder voll dabei und lasst ein Däumchen da und wenn ihr mögt, könnt ihr auch unten mal gerne ein Abo mitnehmen. Ne? Bis dahin, macht's immer gut, tschüss und ciao. Tschüss.